1.007 € monatliche Rente im Schnitt für rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, vor ein paar Tagen ist der Jahresbericht der deutschen Rentenversicherung für das Jahr 2023 veröffentlicht worden. Ich habe mir diesen Jahresbericht auf den 24 Seiten einfach mal angeschaut. Da geht es vielfach auch um Statistiken und Zahlen und auch um die Frage, wie die deutsche Rentenversicherung und deren Träger finanziell aufgestellt sind. Da wird relativ viel darüber geschrieben. Dann hat man auch Statistiken über den Rentenzugang und Rentenabgang. Das kann ich Ihnen mal zeigen auf Seite 21 oder auf Seite 20 dieses Beitrags. Und hat dann auch noch ein bisschen was gesagt zur Rentenangleichung Ost und West und so weiter. Aber was eben für mich total interessant ist, ist, dass wir in Deutschland im Jahr 2023 1,5 Millionen neue Renten haben. Und das ist im Vergleich, also ein Anstieg von gegenüber 2022 um 4,8%. Bei den Zahlen, bei den EM-Renten ist sogar ein minimaler Anstieg zu verzeichnen. Also hier liegen wir im Jahr 2023 an bewilligten EM-Renten bei 164.364 Renten. Aber was eben, sagen wir mal, richtig zu Buche schlägt, ist die Veränderung bei den Altersrenten. Da haben wir 952.658 Rentenzugänge. Das ist ein Anstieg um 8,9% gegenüber dem Jahr 2022. Ja, nur nochmal das zum Warmwerden. Und dann kommen wir sozusagen auf das Entscheidende, was die deutsche Rentenversicherung hier veröffentlicht hat. Und da kann ich nur sagen, meine Damen und Herren, also da brechen bei mir nicht wirklich die Jubelstürme aus. Da kann ich einfach nur sagen, schaut euch das bitte mal oder schauen Sie sich das bitte mal sehr genau an, was die deutsche Rentenversicherung hier veröffentlicht hat. Ich mache das mal noch ein bisschen größer, dass Sie das schön sehen können. Und da sieht das wie folgt aus. Wir haben in Deutschland im Jahr 2023 bezogen auf alle gesetzlichen Renten einen durchschnittlichen Zahlbetrag von 1.007 €. Das ist eine Veränderung gegenüber 2022 von 4,6%. Diese Veränderung beruht allein nur darauf, so sagt es die deutsche Rentenversicherung auch in ihrer Statistik, dass es eine Rentenerhöhung im Jahr 2023 gegeben hat, meine Damen und Herren. Um mehr geht es da nicht. Also Sie müssen sich das bitte auf der Zunge zergehen lassen. Deutschlands Rentner bekommen im Schnitt 1.007 €. Jetzt stelle ich mir natürlich besorgt die Frage, wie kann man von 1.007 € leben und kann man da wirklich sich feiern und sagen, oh, das ist ja ein Anstieg von knapp 50 € gegenüber oder knapp 40 € gegenüber dem Jahr 2022. Ich glaube es tatsächlich nicht, meine Damen und Herren. Gehen wir mal dann tiefer rein. Bei den Rentenzahlbeträgen für Erwerbsminderungsrenten liegen wir jetzt bei 978 € Rentenzahlbetrag, also das ist der Auszahlungsbetrag. Bei den Altersrenten insgesamt 1.102 €. Also wenn man alle Altersrenten zusammenfasst, sind das 1.102 €. Davon bekommen Frauen 908 € und Männer 1.348 €. Ja, meine Damen und Herren, da sehen Sie es auch mal. Frauen zum Beispiel in Deutschland sind massiv von Altersarmut betroffen. Das zeigen uns zumindest diese Zahlen. Also, Sie sehen auch 1.007 € Altersrente. Bei mir brechen da wirklich keine Jubelstürme aus. Da kann ich einfach nur sagen, ähnlich wie es Sarah Wagenknecht vom Bündnis Sarah Wagenknecht auch sagt und fordert, wir brauchen endlich in Deutschland eine Erwerbstätigenversicherung, damit wir praktisch Menschen nach 30, 40, 50 Jahren Arbeit dann auch eine wirklich auskömmliche Rente zahlen können. Das ist auch wichtig, das ist auch ein Zeichen für unsere Jugend, dass die Mut hat und dass die an unser Rentenversicherungssystem glaubt. So wie wir es jetzt hier haben, sind das Zahlen, die mich eher betroffen machen und nicht sozusagen zur Freude animieren. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.